Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Das Leben vergibt keine Schwächen. Befehl ist gesprochen.
Was ist das? Er ist hier, das Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen.
Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Ganz Europa erobert! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. What?
Er war korrupt, immer schon. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Sozusagen auf Nachfrage. Welcome. Thank you. Thank you. Come back any time. Ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Die neunte Armee ist auf Augenhöhe bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Ich glaube! Alter!
gelegt. Ja, vielleicht schon dort! Time. Wenn sich ohne Befehl entfernt hat, ist ein Fahnenflucht. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Himmler heißt in Lübeck. Versuchen Sie ihn! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wie viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Sie sind ein großer Geniespeer.
Himmler kollaboriert ist. Mit ihrem eigenen Blut werdet ihr bezahlt! Ach, Kind, ich kann das nicht. Anders kann man das nicht machen. Trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Das war ein Befehl! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Welcome. Thank you. Thank you. Come back anytime. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal.
Kaisers. Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Visionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist der Verräter. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Die Luftwaffe von Grunde auf umkrempeln. Dann soll die Armee kehrt machen! We'll be right back.
Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Verloren. Ja, vielleicht schon.
Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Ist der Russe schon so nah? Das Leben vergibt keine Schwäche. Versuchen Sie nicht! Anders kann man das nicht machen. Welcome! Thank you! Come back anytime! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.